Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Ein ganzes Nest? Ja, die Tiere in der Platte gedeihen und mutieren prächtig. Dank Marco. Ach, da unten? Daran ist das Marco schuld? Ja, also besser gesagt Schimpa. Guck mal, da drüben an der Wand auch ein riesen Spinnnetz. Deine Welt ist beneidenswert simpel. Gefällt sie dir? Du bist herzlich willkommen. Und nur? Ach so, hier geht's rüber nach. Wir müssen rein in die Spinnnetze. Oh, guck mal hier. Das heißt also, wie es aussieht, kämpfen wir gleich gegen das Viehzeug hier. Es ist ein Gastrüd, okay? Dann machen wir mal ganz kurz eine Analyse. Oder? Hä? Habe ich Analyse weggelegt? Was ist da passiert? Habe ich Analyse nicht mehr? Schön gewonnen! Der hat nur Vita. Das ist ein Ding. Ich habe Analyse weggelegt. Warte, das müssen wir ganz kurz mal überprüfen. Ich wollte doch für den Typen noch ein paar sammeln. Ein paar Sachen. Ne, hier ist Analyse. Bin ich nur zu doof gewesen wahrscheinlich, ne? Na, dann werden wir doch mal trotzdem noch zwei so eine Viecher irgendwo finden. Noch Supertränke. Heilung brauche ich im Moment nicht, ne? Wie es aussieht. Oh je, am Spinnennetz gewackelt. Das ist doch. Das würde mir Angst machen. Das mache ich. Wieso geht das nicht? Mandos? Achso, es ist bei. Ah! Es ist bei Fertigkeiten drin. Bin mal schon klar. So, dann wollen wir uns mal angucken hier. Haben wir uns mal angeguckt? Freut sich der Kollege, der Junge? Machen wir hier auch nochmal eine Analyse. Ich weiß zwar nicht, ob das einen Sinn macht, dass man die gleichen Figuren nochmal. Aber naja. Sammeln wir was für den Kollegen. Oh, der ist ja stärker als der andere. Das war's dann. Das ist aber stärker als der andere. Mein Trommelfell! So, wie geht's jetzt lang? Müssen wir hier irgendwie hoch? Oder müssen wir hier runter? Ah, wir müssen hier runter. Dreieck muss ich drücken. Naja. Ich wollte es mit dem Schwert gleich durchschlagen. Noch mehr? Doller verlaufen kann man sich natürlich ja nicht. Oh, was ist das hinten? Der ist besonders groß, oder? Dann machen wir erstmal den. Ja, warte mal, wir haben doch auch Barriere. Die Frage ist. Die Frage ist, Ups, was ist jetzt? Oh! Hör auf! Hier kommt der. Das ist der Fertig! Magie? Was ist mit Klaue? Mach mal die schaffen es ja ewig nicht. Hier ist so ein Gegner mal fertig zu. Ja. Das ist. Die KI ist so schlecht. Irgendwie. So. Sagen wir mal ganz entspannt Feuer auf die Königin drauf knallen. Dann werden wir die mal analysieren. Da freut sich der Junge auf jeden Fall, ne? Gastron-Königin. Nach allein einer bestimmten Schadensmenge wird sie schockanfällig. Okay, das ist nicht das große Problem. Jetzt wollen wir nochmal eine Limit-Attacke machen, hä? Komm. Irgendwelche letzten Worte. Die hat wohl lange keiner mehr aufgeräumt. Mann, war das widerlich. Mann, war das widerlich. Wann entgleist wegen so einem Ding mal einen Zug? Bekämpft die denn keiner? Muss wohl erst ein Unfall geben. Ja, ist ja immer so. Diese. Ich finde auch die Gespräche so cool, wie die miteinander reden, ne, wenn man hier so rumkämpft. Es ist halt so, es ist immer irgendwas los, ne? Die quatschen miteinander, du kannst dir zuhören. Du kannst einfach zuhören, das ist überhaupt nicht langweilig. Was ist das hier? Ah, ein Getränkeautomat. Guck mal hier. Der Spruch war Realität. Du hast da absolut recht, Mario.
guck mal, ob wir was kaufen können hier. Einen Sternereif für den... Ach, schau mal. Das ist ja interessant. Der Barrett hat den... Nee, hat er noch nicht. Ich habe zwei in Besitz. Was haben wir noch? Gegenstände. Das ist unwichtig. Accessoires. Die haben auch keinen Platz für irgendwo. Ach, guck mal hier. Geht's hier hoch? Schutzweste. Geht irgendwas hoch? Hier. Talisman. 10 Ohrring. Wir nehmen halt meine Schutzweste mit. Kraftreif. Wir nehmen mal einen Kraftreif zweimal mit. Einfach mal gucken. Und dann gucken wir mal. Dann legen wir gleich mal an. Und Materia. Das haben wir schon. Das haben wir. Ach, Mann. Ich hätte Bio. Och, Mann. Jetzt habe ich. Jetzt habe ich natürlich hier nicht geguckt. Das muss ich. Oh, 1500. Kann man was verkaufen? Natürlich nicht, ne? Wie blöd. Ach, wie blöd. Doch, man kann was verkaufen. Okay. Dann machen wir es so, dass wir erstmal ganz entspannt mal ganz schnell anlegen, die Talismane. Cloud hier. Der macht Kraft auf jeden Fall. Barrett könnte ebenfalls Kraft kriegen. Oder Barrett kriegt Schutz. Und Tifa hat schon den Munzel-Talisman. Und jetzt muss ich irgendwie verkaufen. Und muss hier an 400 Sachen kommen. Habe ich Verkauf ausgewählt? Habe ich. Was haben wir denn hier? Das hier würde ich vielleicht behalten. Eisenreif. Zack, weg. 500 Gil. Und schon habe ich die Kohle wieder. Guck mal, das kannst du fast 1 zu 1 verkaufen, ne? Dann kaufen wir jetzt noch die Materia für mit Vergiften. So. Und jetzt gucken wir nur mal, wer kriegt die mal schnell. Wir könnten die... Hallo Satori, sag, dass du da bist. Ja, wie unangenehm. Erst wird was gemacht, wenn das Schlimmes passiert. Das ist richtig. Ja, in dem Spiel ist es wirklich so, dass die da ganz vieles also wirklich aufgreifen. Das ist schon echt cool, finde ich, wie das hier gespielt wird. So, wir gucken mal ganz kurz. Barrett kann doch jetzt einen... Haben wir nicht jetzt? Ne, haben wir nicht. Ach so, der hat den Eisenreif und auf dem Sternereif wäre ein zweiter Slot drauf, ne? Auf der Schutzweste ist natürlich keine Materie. Also müssen wir mal ganz kurz gucken. Dann machen wir mal Antidot weg und nehmen stattdessen Toxin rein. Ich will die Gegner mal ein bisschen vergiften. Dann kann Barrett mal ein bisschen Action machen. Ne, das machen wir. Des Weiteren könnten wir ja auch mal ganz kurz ein bisschen speichern, ne? Oh, nein! Habe ich dort Latt erstmal fast. das war ja unangenehm. Satori, Saku, wie geht's dir? Erzähl mal. Schönes Wochenende bisher gehabt? Wir machen gar nicht mehr lange, ne? Ich bin schon wieder eine anderthalb Stunde weg. Ich muss langsam schon wieder zum Ende kommen. Meine Frau schimpft, wenn ich so lange weg bin. Also die schimpft jetzt nicht wirklich. Also die ist jetzt nicht böse deswegen. Ziemlich gut getroffen. Heute Vormittag habe ich, also ich habe jetzt eine ganze Woche lang gebraucht. Ich habe also elektrische Torantriebe angebaut bei uns. Wir haben jetzt am Tor vorne wieder elektrische Antriebe. Und es ist ein Brandmelder. Warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrummt? Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Hat doch alles keinen Sinn. So, mal ganz kurz gucken. Wollen wir zuerst den angreifen oder wie läuft er? Okay. Wo kommen die her? Oh, guck mal, Brandradisten. Nach denen wird doch gefahndet. Das nervt mich. Ich geh mal kurz zu Barrett rüber, ne? So, jetzt könnte man auch mal kurz gucken. Magie. Ich will es mal probieren. Barriere wäre gut für... Ich muss die erstmal alle danach benutzen, ne? Wir vergiften jetzt mal einen. Und nu? Lass mich raten, ja, Gold funktioniert gerade, ne? Ich heil mal eben schnell. Dann laden wir mal nach. Das
hätte ich auch allein geschafft. Ja, klar. Okay. Magie, Vita, wir müssen trotzdem mal ganz kurz noch mal ein bisschen hochheilen. Das darf ich nicht vergessen während des Kämpfens, ne? Bin so ein richtiger Heilungsvergesser. Bisher gab es ja auch keine Schwierigkeiten, ne? Aber jetzt wird es langsam eng. Kein Same. Bist auch so ein Heilungsvergesser? Okay, hier ist die Tür zum Rausgehen. Hast du Final Fantasy 7 auch das Remake schon gespielt? Lasst uns sehen, wo wir sind. Irgendwer hat letztens erzählt, dass er schon zweimal durchgespielt hat. Ich würde aber sagen, das war der Trango. Oder der Damn Man Best. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wer das zuletzt behauptet hat. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Nix Final Fantasy, okay. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avalon. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden. Und zwar mit Stumpf und Stiel. Mit Stumpf und so Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig. Und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Oh. Ja. Wir werden sofort den Testroboter in Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Testroboter, oh je, jetzt geht's los. Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja. Ja, mir geht das auch so. Also, ich klopp hier nur sinnlos drauf, ne? Und das Problem ist, weißt du, das Problem ist, das ist früher ein bisschen anders gewesen mit dem, mit der Steuerung hier. Da konnte man quasi, wenn die ATB voll war, musste man immer auswählen, mit wem man jetzt was macht, ne? Bei denen hier, da bist du halt die ganze Zeit als Cloud unterwegs und klopfst da drauf rum. Und dann vergisst man einfach, dass ja die anderen auch noch Fähigkeiten haben. Und das finde ich... Und die anderen, die laden sich auch ganz langsam auf. Also das ist... Man lädt sich ja auf, indem man zuschlägt beim Gegner. Ich soll ja da langlaufen, wo es blau ist, ne? Da, noch so ein Köter. Wir sind also noch auf dem richtigen Weg. Wo sieht er den Hund? Hast du irgendwo einen Hund gesehen? Also ich sehe die Hunde nicht. Hier, ach hier. Ah, okay. Du kannst Vamp echt nicht leiden, was, Barrett? Der Kleine kann nichts dafür. Aber ich kann es nicht ausstehen, dass sie das Ding so glorifizieren. Als Inbegriff der Loyalität sozusagen. Der arme Stan. Das erinnert mich an ein Buch von Malina. Mit einem riesigen Labyrinth, das nie enden will. Wohin man auch geht, nichts als Wände. Okay. Einfach zerstören. Hier ist erstmal alles du rot. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Achso, ja, ich versteck mich ja schon. Ich wäre einfach draufgerannt, hätte sie verkloppt, Typen. Das kennt der Mark ihm auch. Wenn wir Ghost spielen, einfach raufkloppen. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl auch solcher müssen. Sicherheit geht vor, okay. Da sind sie! Ja, Entschuldigung. Wir sind euch immer einen Schritt voraus. Ach, ich drücke immer den falschen Knopf, wenn wir schnell rennen. So. So, jetzt kommen wir ganz kurz zu Magie. Feuer. Dann hauen wir mal ganz schnell eine, hauen wir richtig Feuer drauf. Wir machen das mal weiter kaputt. Ach. So, guck mal hier. Bird ist noch nicht mal aufgeladen. Das ist so blöd. Also wirklich mal. Damit Barrett aufgeladen wird, muss ich Barrett spielen, ne? Ich muss also rübergehen und muss jetzt hier schießen. So. Und dann kann ich auch mit dem zum Beispiel mal Vita auf Cloud anwenden. So, da muss ich aber schon wieder weiter schießen. Oh, und darf man nicht immer so mitten im Feuer stehen. Dann können wir... Oh, immer noch nicht. Lange der braucht. Ey, das ist ja nervig. So, Magie Vita. Wie können wir noch Barrett selber hochheilen? Ich hab genug. Ja,
Alter. Hau ab, jetzt lass mich in Ruhe hier. Was ist denn da los? So, nächste Magie. Vita. Nochmal Barrett hochheilen. Ja, kann ich als Tifa nicht vielleicht auch mal? Die hat kein. Ich habe eigentlich so viel Vita gekauft, ne? Ich zähle auf dich. Nachladen, okay. Nochmal Vita. Magie. Vita auf Cloud. Wir müssen den hochheilen. Irgendwie. So, jetzt kämpfen wir mal ganz entspannt gegen den da. Aber du siehst, guck mal hier, wie lange ich brauche, um Barrett da ein paar TP-Punkte ein. Das sind Medizinrad-Soldaten. Wie lange will er hier noch rumrennen? So. Magie, Vita. Nochmal klauen. Ich werde gleich mit allen einfach Zaubertränke nehmen. So machen wir das gleich. Materia-Stufe ist hochgestiegen. Analyse, okay. Also man muss die nicht benutzen, damit die aufsteigen. Okay. Das machen die von alleine. Bald haben wir den Geheimgang erreicht. Und jetzt kommt bestimmt gleich der Gegner, der nächste. Und das müssen wir uns aber in der nächsten Folge angucken, beim nächsten Livestream. Der Plan stammt von Bix, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Okay, ich würde sagen, wir gucken noch ganz kurz, wo geht es gleich hin? Ist hier noch ein Raum? Hier ist noch ein Raum, wo wir reingehen können. Ich dachte, dieser Abschnitt liegt still. Dachte ich auch. Was gibt's hier zu kaufen? Guck mal, hier gibt's Sachen, die extrem günstig sind. Aber auch dann schnell ausverkauft sind, ne? Achso, hier gibt's sogar noch zwei. Naja, gut, ich nehme die mal noch mit. Mann, bin ich doof. So, jetzt, wenn's nicht kostet, dann nehmen wir's mit. Und hier oben wäre ein Aufkleber für 50 Gil. Die habe ich nicht mehr. Weil ich dumm bin, ne? Wieder mal. Gut hingekriegt hier. Das kennen wir schon. Ansonsten, Seelenohrring. Ach, guck mal, gibt's hier vielleicht eine andere Materia zu kaufen? Ne, ach, guck mal, hier gibt's auch Toxin. Hätte ich also mir vorhin gar nicht den Stress machen müssen. Was liegt denn hier rum? Gewitter! Ist Gewitter das gleiche? Warte mal, ist Gewitter das gleiche wie Blitz? Das muss ich kurz mal prüfen. Ich glaube schon, ne? Genau, ist Gewitter, ist das gleiche. Also ich habe unfassbar viel Materia gerade aktuell. Die kann man ja hoch... Achso, wir machen noch eins, wir rufen uns mal hier aus. Hallo Freizeitpapalin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Boah, meine Augen. Mir ist zu trocken. So, wir sind wieder gesund. Aber es fehlt halt jetzt die Kohle, ne? Das Geld ist alle. Schade. Das habe ich vorhin gar nicht beachtet, aber hier hätte ich jetzt natürlich was kaufen können. Ansonsten legen wir ganz kurz mal... Was verkaufe ich denn jetzt einfach mal? Haben wir nicht da irgendwie noch ein Accessoire? Nee, guck mal, Rüstung kann ich nicht verkaufen. Ether, Granaten, der kostet eine 40. Na, wir können mal zwei Granaten verkaufen. Oh, drei, guck mal. Und dann könnten wir uns sogar diesen einen Titel da oben kaufen. Stamp. Ist ein Sammelgegenstand, nehme ich jetzt einfach mal an, ne? Dann haben wir das. So. Und jetzt würde ich einfach mal speichern, dann würden wir heute aufhören, würde ich einfach mal so sagen. Aber wir haben ein paar Zuschauer, wenn ihr möchtet, ihr könnt mal in den Chat schreiben, wen wir heute mal raiden könnten. Ich habe ja gesagt, immer wenn ich mehr als 5 Zuschauer habe, haue ich einen Raid raus. Wir könnten ja mal kurz eins machen, ich mache es mal hier so. Und wir können mal ganz kurz gucken, Markim, hast du jemanden in der Liste? Ansonsten könnte ich mal ganz kurz reingucken, wo wir heute mit einem Raid hinführen könnten.
So,